Und dann kann er rauf auf seinen Kurs und er soll mir Bescheid sagen, wenn er da ist. Und vielleicht kommst du auch an den Baum vorbei. Ja, kommt er. So, dann müssen wir jetzt nämlich mal gucken, dass wir den Sepp und Karl hier ein bisschen aus dem Weg kriegen. Obwohl, ne, die stehen beide gut, ne? Die stehen eigentlich beide ganz gut. Aber ich mache immer beim Vorwärts- und Rückwärtsschalten mache ich immer den Dings wieder rein. Den Rückwärtsgang und so. So, pass mal auf. Ich habe hier eh schon so einen halbwegs einen Waschplatz eingerichtet, ne? Dann würde ich den Anhänger erstmal kurz abstellen. Ich frage mich, ob ich die Anhänger nicht verkaufen möchte. Also, ja, obwohl, warum soll ich sie verkaufen, ne? Verkaufen ist eigentlich auch doof. Da kann ich sie lieber noch behalten. Und falls ich sie irgendwann brauche, habe ich sie wenigstens. So, ich nehme mal hier den ganzen Kurs auch wieder raus. Dann bräuchte ich Feld 18 und Feld 18 sehen 2 Meter. Das könnte interessant sein. Oh ja, da haben wir eine sehr, sehr gute Strecke. Das nehmen wir doch so. Die Sämaschine ist aufgefüllt, das passt. Und dann können wir Sepp sofort losschicken zum Drillen. Dann haben wir den nämlich auch on Tour. Falscher Trailer für diesen Modus, da hast du recht. So, und jetzt hacken Gas. Jetzt brauche ich den nächsten Kollegen, und zwar hier den Herrn Karl. Der kommt auch raus. Eigentlich wollte ich Sepp zum Schwan nehmen, ne? Jetzt habe ich ihn anderweitig verplant. Mit Karl muss ich erstmal hier den Waschplatz aufräumen. Das können wir leider nicht so lassen. Weil das geht einfach nicht. So, mit dem müssen wir erstmal kurz den Waschplatz aufräumen. Dass hier die ganzen Gerätschaften wegkommen wieder und die Anhänger nicht im Weg stehen und so weiter und so fort. Weil, na, ihr wisst, was denn passiert. Dann steht irgendwo einer und dann weinen die wieder und dann geht es nichts voran und so weiter und so fort. Das will ich einfach nicht. Das können wir einfach nicht bringen. So, schnell den Anhänger mal gereinigt. Das dauert ja auch nicht lange. So ein Anhänger ist ja meistens nicht so dreckig. Gott sei Dank. So. Dann einmal kurz Karl sein Gewicht und den Trecker auch natürlich reinigen. Einmal Hochdruck reinigen. Unter Hochdruck reinigen. Dann den niederen Anhänger noch ganz schnell. Und dann kommt der ganze Kram erstmal beiseite. Ich glaube, die Anhänger werde ich da vorne in die Schleppdächer stellen oder die anderen. Dann sind sie echt ein bisschen mehr aus den Augen. Wobei die kleinen Trecker mit den kleinen Anhängern sind halt schon eine gute Kombination, ne? Da kannst du nichts sagen. Oh, guck mal, wir könnten die kleinen Anhänger auch hier hinstellen. Was steht da hinten eigentlich? Ach, da steht der Grubber, ne? Ja. Da steht der Grubber. Der Grubber. So. Einmal hier reingezirkelt, das Teil. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, da hinten kommt Stefan schon wieder. Oder da ist Stefan gerade längs gefahren. Der hat sich wohl schon wieder neue Kartoffeln geholt. Okay. So, soll ich die beiden... Ja, die stellen wir nebeneinander, ne? Auch wenn wir sie nicht mehr brauchen oder nicht mehr so sehr brauchen, dann stellen wir... Aber wir stellen sie trotzdem nebeneinander. Denn sie haben schon sehr, sehr gute Dienste geleistet, die Anhänger. Und das sollte man auch ein bisschen würdigen, meiner Meinung nach. Guck mal, da hinten fährt gerade Matthias mit dem großen Gülle-Fass. Das ist schon cool, was sich hier alles so bewegt, ne? Das ist schon sehr, sehr pretty nice. Ich frage mich gerade, ob ich noch einen Trecker irgendwo habe, mit dem ich dann gleich zu zweit das Stroh einsammeln kann. Ansonsten müssen wir das wahrscheinlich so machen, dass wir vielleicht Ernie einen großen Ladewagen kaufen oder so einen mittleren Ladewagen kaufen. Und damit dann halt, dass wir einen zweiten noch auf dem Feld 3 haben zum Stroh einsammeln. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der große Ladewagen... obwohl wir wollen verkaufen, ne? Wir wollen ja verkaufen, dann ist es ja nicht so schlimm, dass das der große Ladewagen ist. Der müsste ja überall reinkommen. Ich muss mal gucken, wo ich das dann überhaupt verkaufe, das Stroh. Ich glaube, das müssen wir dann komplett beim Zoo verkaufen, ne? Ah ne, ich wollte einstreuen. Seht ihr? Schon wieder vergessen. Der Tizi hat es schon wieder vergessen, ich wollte es einstreuen. Und das machen wir natürlich auch. So, die Maisdrille nochmal schnell weggestellt.
hoffe mal, dass sie nicht so schwer ist. Nicht, dass mir hier der gute Karl gleich vorne hochgeht. Aber er hat ja ein gutes Gewicht dran, ne? Zack. Was haltet ihr eigentlich von diesem Attach-Mod? Den habe ich letztens auch mal wieder auf. Oder den habe ich auch beim Rumsurfen auf der Giants-Seite gesehen. Und was haltet ihr denn davon? Also ich finde ihn witzig, aber ich glaube, so sehr muss ich das nicht spielen, dass ich jetzt immer noch aussteige und alles mögliche anhänge und so weiter. Also ich finde ihn witzig, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das Spiel wirklich so krass spielen möchte. Macht ihr es? Spielt ihr es wirklich so krass mit diesem Selbstanhänger? Dass man nicht einfach auf Q drücken kann, wenn man im Fahrzeug sitzt und dann hängt das Gewicht dran oder so, sondern dass man rangeht und da den Q drückt und dann es angeht. Spielt ihr das so? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das mal in die Kommentare, bitte. Okay, Warnblinker geht. So, dann holen wir uns mal einen Spader. Ein Schwie-Spar-Spader. Und fangen dann gleich damit an, das Feld 3 einmal abzuschwarden. Ich bin am Überlegen, ob wir den nicht sogar von hier oben aus losschicken können. Na, wir können ihn auf jeden Fall von hier oben aus rüberschicken zum Feld 3. Ne? Das müsste, glaube ich, gehen. So. Pass mal auf, angehangen. Dann fahren wir nämlich einmal Q. Und zwar ist das ja der Hof vom Kuhstall. Genau, dann sind wir da unten. Dann wollen wir nämlich zum 1 bis 4. Okay. Wo sind denn jetzt? Oh, wo ist das denn jetzt hin? Wo ist denn? Achso, genau. Feld 1 bis 4 vom Hof. Genau, da will ich gerne hin. Und dann brauchen wir noch 3 irgendwas. Wahrscheinlich machen wir mal Saatgutende. Dann kommt er an den Feldrand dran. Das sieht gut aus. Machen wir eine Überführung draus. Und los geht die wilde Fahrt. So. Unter den letzten Folgen gab es, glaube ich, ein bisschen elektronische Musik, ne? Wie fandet ihr das denn? Ich habe ja mal so ein bisschen gewechselt. Kann auch. Also ich habe da so jetzt ein paar Tracks rausgesucht. So ein bisschen elektronische Musik, ein bisschen Country, ein bisschen Rock. Ich mag alles gerne. Also ich bin jetzt keiner, der sich unbedingt auf irgendwas festnagelt. Und ich würde es halt so weitermachen, dass es immer mal bunt durchwechselt, was denn da drunter kommt an Musik. Ah, das sieht schon mal gut aus hier. Das passt, das gefällt mir. Ernie steht rum und... WTF, du kommst hier nicht hoch, oder was? Mal das Gewicht nach unten senken und Allrad dazugeben. Okay. Jetzt hat er es auf jeden Fall leichter. Aber das ist schon nicht gut, wenn er hier hochkommt. Weil er muss hier einige Male hochkommen. Obwohl, jetzt geht's, ne? Ist echt nicht gut. So, der Kollege steht an der Kartoffelmaschine. An der Kartoffelwaschanlage. Igor ist gleich fertig. Ist auf seiner letzten Bahn. Sehr schön. Das wird auch noch ein Spaß, das alles dann einzusammeln und so. Oh, bin ich froh, dass der Zaun nicht mehr echt ist. Irgendwie. Naja, okay. Ich habe keine Traktoren mehr, ne? Sind alle wieder unterwegs. Das hier sieht auch ganz gut aus eigentlich. Die könnten ein bisschen dichter zusammen sein, die beiden. Dann würden die auch nicht so, so extrem weit auseinander sein mit der Spur. Aber ja gut, ist halt so. Ist halt so. 3 wären noch cooler gewesen, ne? Aber dafür habe ich echt keinen... Ich habe echt momentan kein Geld für einen weiteren Traktor. Ich gucke gerade hoch, 75.000. Aber ich will ja gerne ein Feld kaufen, ne? So, pass mal auf. Den nehmen wir mal raus.
Ich hatte ja erst überlegt, ihn schon loszuschicken zum. Ich hatte ihn ja erst überlegt, ihn schon loszuschicken, damit er die ganze Zeit Gülle nachliefert. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Das Güllefass werden wir erstmal hier kurz zwischenparken. Dass er Gülle zubringt. Und ich werde das jetzt, glaube ich, so machen. Zack. Erstmal kriegt Matthias eine Wäsche. Und ich glaube, ich möchte einen größeren Ladewagen kaufen. Ich weiß, eigentlich habe ich gerade, ich habe vor einer Sekunde oder so gesagt, ich will das nächste Feld kaufen. Ich weiß. Aber so ein Ladewagen, dass wir weitermachen können auf den Feldern, ist natürlich auch sehr interessant. So, kurz siehst du, hier ist nämlich der. Achso, es ist Igor. Igor ist fertig. Sehr schön, dann kann die Strecke raus. Dann wollen wir mit Igor nämlich mal rüberfahren zur nächsten Wiese. So, pass mal auf, wir machen mal Rundumleuchter an, weil wir fahren jetzt ja mit unserem Schneidwerk, was ja leichte Überbreite hat, auf die Straße. Fahren hier drüben zur nächsten Wiese und mähen die auch gleich mal ab. Der Deutz-Akkustar sollte aufgetankt werden. Was hat der denn nochmal für eine Aufgabe? Ach ja, stimmt, Kartoffel legen. Der ist ja am Kartoffel legen. Moin. So, und zwar. Wo ist da die Einfahrt? Hier vorne. Oh, da sind Birken drauf. Oh, das wird aber. Eieieiei, hier sind Birken. Sind die echt? Bestimmt, ne? Die haben eine Kolli, oder? Ja. Fuck. Die müssen ja erstmal weg, wenn überhaupt. Okay, solange die Birken da sind, kann ich hier nicht mähen. Weil da stoße ich andauernd gegen. Das wird nix. Wollen wir denn noch eine Wiese hier auf der Karte? Wir haben hier oben noch eine Wiese, eine weitere. Dann schnappen wir uns die erstmal. Dann nehmen wir uns die erstmal vor. Ja, die Birken muss ich dann mal entfernen bei einer Nacht- und Nebelaktion. Weil, ja, das geht halt nicht, ne? Da kannst du nichts drauf machen. Das wäre dumm. Schade. Ich glaube, das Feld da oben hat. Sollte 114 oder 140.000 kosten. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Müssen wir mal gucken. Vielleicht verkaufe ich auch gleich nochmal einen Anhänger voll Raps oder so. Oder auch zwei. Müssen wir mal schauen. So. Zack. Da ist nichts zu mähen. Da vorne war das, ne? Ich bin überlegen, ob ich daraus zwei Wiesen mache oder ob ich da eine Wiese abfahre. Weil ich glaube, ich mache daraus zwei. Das ist einfacher. Das ist denn einfacher. Ja. Guck mal hier. Da ist die Einfahrt. Genau, hier ist die Einfahrt. Dann würde ich sagen, fahren wir. Ja, ich mache da zwei Wiesen draus. So, ich lege mal kurz das Schneidwerk hier vorne ab. Dass wir dann hier rumfahren können. Ich werde dann vorher den Karl mal kurz einweisen. Beziehungsweise, was heißt kurz einweisen? Eigentlich müsste die Strecke zum Schwaden schon drinne sein, oder? Nee, gibt es nicht, weil wir auf dem Feld noch gar nicht geschwadet haben. Okay. Das ist Feld 3 auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe gesagt immer 11 Meter, ne? Weil 12,5 sind. Ja, dann haben wir 11 Meter gesagt. Ich will ihn starten lassen im Nordosten. Er soll Richtung Süden fahren. Und ich brauche mindestens 3-mal Nachgewende. Zack, da hast du deine Strecke. Und das ist dann Feld 3 Schwaden. So. Das passt soweit. Du beginnst natürlich am 1. Und ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Tätigkeit. Bei deiner Tätigkeit als Profi-Schwader. So, du willst aufgetankt werden. Aber ein bisschen hast du noch, ne? Können wir uns mal wieder dem Igor widmen. Ach ja, da unten waren wir. So. Dann wollen wir einmal ganz kurz den Kurs hier einfahren. Für diese Wiese. Für diese miese Wiese. Und zwar, ich mache mal die Geschwindigkeit runter. Brauche auf jeden Fall gleich erstmal wieder drei Bubbles, weil wir hier gleich schon in die Kurve reingehen, ne?
So, das passt. So, dann fahren wir den nämlich einmal ganz kurz ab, die Wiese. Ja, da vorne bei der Brauerei, an der Brauerei werde ich entlang fahren. Das macht jetzt keinen großartigen Sinn zu sagen, ja, ich nehme beide Wiesen und ne, das wird eh nichts. Das wird nicht schön. Da fahre ich lieber jetzt hier gerade rüber. Genau. Einmal so. Und an der Brauerei lang. Und dann habe ich das andere Stück auch nochmal als separate Wiese. Denn dann wäre das hier nämlich Wiese Brauerei Süd. Und das andere ist Wiese Brauerei Nord. Easy. Dann können wir das nämlich schöner später alles einschwaden und wegpacken und so weiter und so fort. Ja, da cool. Dann kriegen wir nämlich auch ordentlich Gras zusammen. Wenn ich nach und nach alle Wiesen habe, dann schicke ich einfach nachher einfach nur noch einen Fahrer los, der das eins abfährt. Es müsste eigentlich auch irgendwie die Möglichkeit geben, dass man einen Fahrer losschickt über alle Wiesen, dass er einmal überall entlang mäht, ohne dass man ihm ständig sagt, ja, hier, da und da, bla bla bla. Das müsste auch irgendwie gehen. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Der Lobot macht sowas nämlich immer. Das ist, da muss ich mich schlau machen. Wiese. Brauerei. Süd. So. Bla 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 bla. Wollen wir ihn im Südwesten starten lassen und Richtung Osten? Ja, das sieht gut aus. So machen wir das. Zack. Dann haben wir hier einigermaßen, obwohl, nee, doch nicht so cool. Pass mal auf, Wiese. Wiese Brauerei Süd, genau. Wir lassen ihn, das können wir machen, aber wir verlassen ihn noch in Richtung Norden fahren. Weil dann haben wir hier die längeren Strecken, das sieht besser aus. So, da ist wieder Kohle reingekommen, habe ich gerade gesehen. Wieder 7k. Nice. So, einmal anhängen, genau. Denn das einmal weg. Und aktuell nächster, erster. Los geht's. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinem Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Two Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.